Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem Gespräch über das Thema Mozart und Beethoven, Hofmenschen? Fragezeichen. Meine beiden Gesprächspartner hier detailliert vorzustellen, hieße Eulen nach Athen oder Silvana nach Würzburg zu tragen. Es ist zu meiner Rechten der Geiger, Dirigent und Musikforscher Reinhard Göbel und zu meiner Linken der Musikwissenschaftler und namentlich Mozart-Experte Professor Ulrich Konrad. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst einmal dem Begriff Hofmenschen nähern. Vielleicht können wir den erst einmal umreißen. Was ist das, ein Hofmensch in unserem Zusammenhang hier? Der Hof wird genennet, wo sich der Fürst aufhält. So kann man es in Zedlers Universallexikon nachlesen. Das ist die Auskunftsquelle, die jeder gebildete Mensch im 18. Jahrhundert aufsucht, wenn er etwas wissen will. Also, da gibt es eine Mitte, die heißt Fürst. Und um diese Mitte herum gruppieren sich viele Menschen ganz unterschiedlicher Couleur, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben, mit ganz unterschiedlichen Absichten, mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Das sind die Trabanten drumherum. Und wenn wir uns Mozart und Beethoven anschauen, dann ist eine zentrale Größe ihres Denkens, ihres Lebens von Anfang an der Hof. Also diese Zentrierung auf den Fürsten. Das ist bei Mozart und bei Beethoven, das wäre die erste These, gleich. Mit dem Unterschied von 14 Jahren, die beiden ja nur altersmäßig trennt. Das heißt, wir sollten, das ist mein Anliegen, viel stärker darüber nachdenken, wie sich bei Mozart und bei Beethoven Nähe und Distanz, durchaus auch Distanz zum Hof im Laufe ihres Lebens ausmachen. Aber wir sollten aufhören, die starke Erzählung des 19. Jahrhunderts, im Wesentlichen der bürgerlichen Musikwissenschaft, weiter zu verfolgen, die sowohl im Falle Mozart als auch im Falle Beethovens die Geschichte uns weismachen will, dass sich beide an einem bestimmten Punkt ihres Lebens radikal vom Hof abgewandt hätten, mit ihm gebrochen hätten und damit nicht nur mit dieser Institution, nicht nur mit dem Fürsten als Mittelpunkt, sondern mit einer ganzen Welt, nämlich der Welt des Ancien Regime, und stattdessen Bürger geworden seien. Mozart, der freie Komponist, wie es heißt, der erste freie Komponist der Musikgeschichte. Beethoven, der Bürger, ja, der revolutionäre Bürger. Und diese Bilder, die bestimmen uns bis heute, die bestimmen unsere Wahrnehmung der Biografien dieser beiden Komponisten. Und ich glaube auch, dass sie in gewisser Weise die Wahrnehmung der Musik dieser beiden steuern, nach wie vor. Und ich würde mir wünschen, dass unser Gespräch heute einfach darüber mal nachdenkt. Ich will hier, das sage ich von vornherein, nicht eine These durchdrücken oder die eine Ideologie durch die andere ersetzen, sondern mein Anliegen wäre es, wenn wir darüber nachdenken, diesen Begriff Hofmensch und was Mozart und Beethoven als Hofmenschen charakterisiert, einfach mal offen sind für diesen Gedanken, einen Gedanken, der bis in die heutigen Tage in Mozart-Biografien und den Beethoven-Biografien höchst marginal behandelt wird. Also mit anderen Worten, Sie blieben beide Hofkünstler? Sie blieben in einem Verhältnis, was wir noch zu bestimmen hätten, tatsächlich Hofkünstler. Und das blieben sie auch im Übrigen biografisch. Also 1788 wurde Mozart zum Kompositor bei der K&K Kammermusik ernannt. Und war wieder in Hofdienst. Und Beethoven hat bis zum Schluss sich darum bemüht, in kaiserliche Hofdienste zu kommen. Als der gut die Position des K&K Kammerkompositeurs frei wurde, 1823 war es, glaube ich, hat er sofort zwei Tage später eine Blindbewerbung losgeschickt und hat gesagt, hallo, da ist eine Stelle zu besetzen, die möchte ich gerne haben. Ja.
Das ist immer, das sind ganz kleine Fußnoten in Beethoven-Biografien und ich möchte diese Dinge ernst nehmen. Ja, ja, also wenn man sich Beethovens, ich habe es dafür extra mitgebracht, das Werkverzeichnis anguckt, dann gibt es ja wunderbare Listen und Tabellen und seine Dedikationen waren ja im Grunde genommen immer auch an den Adel. Es war zwar außer dem Septett, glaube ich, gibt es kein Stück, was fürs Kaiserhaus geschrieben ist, aber ansonsten waren es immer Adelige, die er adressiert hat. Und er wurde ja auch von den assoziierten Gentlemen in Wien dann sozusagen bezahlt. Also es war im Grunde genommen auch ein Hofdienst, oder? Sollte man das so sagen? Mit ein ganz klein wenig mehr Freiheit nach außen. Also er hatte vier Herren über sich. Beim Begriff Hofdienst, Hofmensch klingt ja für uns seit dem 19. Jahrhundert ein negativer Unterton mit. Die Französische Revolution hat so die allgemeine Lehrmeinung gebrochen mit feudal-absolutistischen Verhältnissen, hat Freiheit gebracht, hat Brüderlichkeit gebracht, hat überhaupt erst die Moderne gebracht. Was bedeutet, dass man all das, was davor liegt, ganz automatisch, ob man es will oder nicht, abwertet. Die Hofkultur hat in Europa über 500 Jahre alles bestimmt. Alle große Kunst. Die war extrem wichtig. Brandenburgische Konzerte. Ist Hofkunst. Ja? Ja. Und nun zu sagen, und das sagt das 19. Jahrhundert, ich pointiere das jetzt ein bisschen, diese 500 Jahre, das war sozusagen eine Blockveranstaltung der Unfreiheit. Wo alle diese Künstler, diese Lassos, diese Michelangelos, diese Bachs, diese Mozarts geknechtet waren. Ja? Und dann haben sie sich befreit. Ja? Und dann beginnt eigentlich erst die Geschichte der modernen Musik, auch der modernen Menschen. Ja? Das halte ich für in höchstem Maße töricht. Das muss ich schon so sagen. Ich halte es für töricht. Das ist eine Erzählung, die Interesse geleitet ist. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, also den einen als Hof und den anderen als Bürgermann zu bezeichnen. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, weil ich bei beiden sehe, dass sie Dedikationen an gekrönte Häupter machten und darum bemüht waren. Aber haben wir denn überhaupt außer dem städtischen Geigenlehrer irgendeinen Musiker, irgendeinen Komponisten von Rang und Namen, der nicht im Dienste der Kirche oder irgendeines weltlichen Hofes gewesen ist? Ja, aber der Punkt ist ja bei Mozart und bei Beethoven, dass man sie beide nimmt, um den Punkt zu markieren, wo eine neue Zeit beginnt. Also das kann man ja im Falle Mozarts sogar mit einem Termin belegen. Ja, also dieses berühmte Ereignis in Wien am 9. Juni 1701, der berühmte Tritt im Arsch, ja, das ist ja ein Symbol. Ja, da ist das Minnetekel, hier steht es an der Wand. Da wird dieser Genius wird von einem schnöden Obrist-Küchenmeister in den Hintern getreten, aus dem Palais des Fürsterzbischofs herausgetrieben. Ja, und diese Demütigung, ja, diese Entwürdigung, ja, die markiert nun tatsächlich eine Epochenwende. Und Mozart nimmt sich das gleichsam zu Herzen und wird frei. Er befreit sich. Er befreit sich aus den Fesseln der Autorität des Vaters. Und später dahin wieder hier zurückzukehren. Und der Autorität des Fürst Erzbischofs, um hinfort frei zu leben, ja, frei zu schaffen. Das sind Wörter, die Sie überall lesen. Ja. Und bei Beethoven ist es ganz genauso. Ja, es ist der Punkt, wo er spätestens 1791 oder 93 in Wien ankommt. Der Hof in Köln, Bonn, war ja perdu war. Und er nun in Wien, so die Erzählung, endlich die verhasste Zeit seiner ersten 22 Jahre hinter sich lassen konnte, um, wieder das Wort, frei zu sein. Frei, das zu tun, völlig losgelöst von den Zwängen einer Obrigkeit, die befiehlt, was du zu tun hast. Ja, ja, aber er war ja doch seinem Kölner Dienst, ja, Maximilian Franz, war er ja doch noch insoweit verbunden, dass die erste Sinfonie eigentlich hier für ihn gewidmet war oder ihm dediziert wurde. Und soweit ich weiß, hat er sich auch diese 10 Jahre lang immer noch
als Kompositeur oder bei der Musiker im Dienste des Erzbischofs von Köln bezeichnet. Also selbstverständlich. So. Und das, ich finde, wir müssen uns zunächst einmal einfach davon lösen, dass das etwas Despektierliches ist. Ja. Das ist etwas, Sie sind Angehörige des Hofes. De jure, de facto und, was für mich wichtiger ist, per Sozialisation. Wenn wir uns den jungen Beethoven anschauen, der wächst in einer Musikerfamilie, auch in einer Hofmusikerfamilie. Und dieses Hofsystem, das ja ein Patronagesystem ist, das funktioniert über Anciennität, das funktioniert über Treue, das funktioniert über wechselseitige Verpflichtung. Der Großvater Beethoven war am Hof in Bonn, der Vater ist angestellt und der Sohn wächst, weil er begabt genug ist und weil man ihn für diesen Dienst gebrauchen kann, schon als Kind in dieses System hinein. Mit 14 Jahren ist er bereits Mitglied der Hofkapelle. Und damit ist ein, so könnte man sagen, Lebenslauf vorstrukturiert. So wie er übrigens auch bei Mozart vorstrukturiert ist. Wäre die Geschichte anders verlaufen, und das finde ich immer eine blöde Formulierung, weil sie die Geschichte verläuft, ob sie so oder so läuft, ist eine unsinnige Vorstellung. Ja? Aber es treten eben Ereignisse ein. Wir können nur das beurteilen, was Gefälle, was Fakt, die, was Fakt die, ist. Ja, die da Abbiegungen. Naja, aber wir sollten unseren Zuhörern klar machen, weil, wie die Geschichte anders verlaufen können. Nämlich Mozart schreibt seinem Vater, wenn der Erzherzog Maximilian Franz erst bei dem Bischof in Köln ist, Kurfürst von Köln ist, dann werde ich sein Hofkapellenmeister. Das muss man sich erstmal vorstellen. Es gäbe keine Wiener Klassik, sondern Bonner Klassik. Ist das nicht toll? Was einen gewürdigen Bonner wie mich natürlich höchst erfreut hätte. Ja, aber so wäre die. Das war damit impliziert. Also Mozart geht nicht nach Wien, sondern er geht nach Bonn. Bonn, also um auf die Frage von Herrn Glückblotz zurückzukommen. Wir versuchen jetzt den Hof und die Orientierung an höfischen Mustern, an höfischen Ordnungen in den Mittelpunkt zu rücken und vielleicht mal jetzt für eine Stunde das Bürgerliche an Mozart und Beethoven, wir können es nicht vergessen, es ist ja unsere Folie, ja, aber wir sollten einfach, da komme ich an den Anfang meines Statements zurück, da jetzt einmal einfach das Hauptaugenmerk drauf richten. Darf ich vorschlagen, einige Dinge, obwohl sie zusammengehören, vielleicht getrennt zu betrachten? Also die Widmungen zum Beispiel, aber vorher vielleicht noch die beiden anderen Punkte. Es wurde festgestellt, beide, sowohl Mozart als auch Beethoven, hatten eine Stelle als Hof, betrachteten eine Stelle als Hof als erstrebenswertes Berufsziel. Nun haben beide sehr unterschiedliche Erfahrungen auf dem Weg dahin gemacht. Der berühmte Fußtritt wurde schon genannt. Mozart hatte die Stelle in Salzburg, vermittelt durch seinen Vater Leopold, der übrigens heimlich davon noch Provision abzog. War der Fußtritt nicht ein bisschen nachvollziehbar? War Mozart wirklich da ein braver Angestellter oder gab er nicht doch auch Anlass zur Kritik der Chefs? Wir kennen ja die ganze Geschichte nur aus einer Perspektive, nicht aus der Mozarts. Es gibt keine Akten zu dem Vorgang, sondern wir kennen nur die Briefe, die hocherregten Briefe Mozarts an seinen Vater. Der junge Mozart hat gerade hinter sich den grandiosen Erfolg des Idomeneum. Er war gefeiert am Münchner Hof. Er hatte ja immer die Hoffnung, in München einmal tätig werden zu können. Das waren ja schließlich seine Mannheimer, die ja nur transferiert worden sind. Da fühlte er sich wohl und er feierte Fasching. Und in dem Moment kommt der Befehl, ja, Mozart kommt nach Wien. Dort war sein Chef hingefahren in diplomatischer Mission und er wollte das tun, was zum höfischen Leben gehört, nämlich mit seinem Hof repräsentieren. Und insofern war es eine Auszeichnung, dass er Mozart rief, weil er genau wusste, mit dem kann ich hier in Wien punkten. Mozart sah das natürlich anders. Er sah das als einen Eingriff in seine Feierlaune. Ja, es war ja Partyzeit und das schreibt Mozart ja auch. Tänze, Bälle, das war. Ja, jetzt kommt er also da hin und jetzt
hat der Fürst Ansprüche an ihn? Im Kontext des Hofes. Vorspielen, Konzerte geben und so weiter. Also das, was das Geschäft eines Hofmusikers ist. Und da merkt man, wie Mozart nun einen inneren Widerstand aufbaut, weil das für ihn eine Situation ist, die ihn tatsächlich subjektiv wie auch objektiv an dem hindert, was er in diesem Moment gerne gemacht hätte. Tanzen. Tanzen und immerhin gab es ja auch schöne Mädchen in Wien. Mhm. Ja. Er zieht also da bei den Webers ein und nun geht die Zeit voran und der Fürstbischof sagt, ich muss zurück nach Salzburg, ihr Hofstaat fahrt schon mal vor. Und dann gibt es das ist ganz genau zu verfolgen. Es gibt eine Briefsendung und der Fürst sagt, pass mal auf, das muss jetzt schnell nach Salzburg, das muss irgendeiner mitnehmen, wer fährt als nächster? Mozart. Mozart, bitte du jetzt ab, zurück. Und dann fängt Mozart an zu taktieren. Ja, und sagt, ja, im Moment sei es schwierig, aber in 2 Tagen würde er dann die Kutsche nehmen und dann in 2 Tagen sagt er, ja, also er hätte es gern versucht, aber die Kutsche war ausverkauft, ja, was nachweislich nicht stimmt. Also er fängt an zu lügen und zu tricksen, weil er nicht weg will. Das hat er ja in Paris gelernt, das so. Lügen. Ja, und dann sagt der Fürst so, jetzt ist Schluss, antreten. Ja, und dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Chef und Angestellten. Und die verläuft, sagen wir mal, hochemotional. Und der Fürst hat irgendwann wirklich die Nase voll und sagt, er soll sich scheren. Er wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und jetzt schreibt Mozart, ja, als er mir das gesagt hat, habe ich das als eine Kündigung aufgefasst, was ein Unsinn ist. Ja, der Fürst hat ihn rausgeworfen, aber hat ihn nicht gekündigt. Und vor allen Dingen hat er nicht damit Mozart den Freibrief gegeben, jetzt seinerseits eine Entlassung zu beantragen. Das ist ja jetzt der eigentliche Punkt. Jetzt setzt sich Mozart bei den Weberschen hin, schreibt einen Brief, sehr geehrter Fürst, hiermit kündige ich, ihr Mozart. Ja? Damit läuft er jetzt hin und will den abgeben. Ja, er wird nicht vorgelassen. Warum? Wir wissen es nicht, aber es ist ziemlich klar, der Fürstbischof hat gesagt, den will ich jetzt nicht mehr sehen. Den kochen wir jetzt weich. Ja. Und das geht jetzt, er schreibt ja der immer empörter werdende Mozart an seinen Vater, der lässt mich nicht vor, ich komme da nicht hin. Ja. Und dann ist er schließlich bei dem Obrist-Küchenmeister, der einfach für diese Sorte von Leuten wie Musiker zuständig war. Und er hat gesagt, nee, du wirst jetzt nicht vorgelassen zum Fürsten und nein, du kannst jetzt keinen Brief abgeben. Und schließlich hatte der auch die Nase voll und wirft ihn raus, wie auch immer, ob er in den Hintern tritt oder einfach wegschubst, ist ja ganz egal. Also da ist ein Dienstkonflikt, der einfach auf keine vernünftige, anständige Weise gelöst worden ist. Das ist die Tatsache. Klingt jetzt sehr viel nüchterner und banaler als die schöne große Erzählung von Minnetekel im Kampf aus dem Regime und freie Moderne. Aber danach blieben seine Berufswünsche, an einem Hof angestellt zu werden, ja mehrfach erfolglos. Mich würde interessieren, welche Rolle der Brief von Maria Theresia von Dezember 1771, der berühmte wahrscheinlich, ja, ne, an ihren Sohn Erzherzog Ferdinand am Hof von Mailand, ne, wo sie schreibt, Sie erbitten von mir, schreibt Maria an ihren Sohn, dass Sie den jungen Salzburger in Ihren Dienst nehmen dürfen. Ich weiß nicht, als was, da ich nicht glaube, da Sie einen Komponisten oder unnütze Leute nötig haben. Freilich, wenn Ihnen das dennoch Vergnügen macht, will ich kein Hindernis sein. Was ich sage ist, dass Sie sich nicht mit unnützen Leuten beschweren und niemals Titel an solche Leute, als ständen Sie in Ihren Diensten. Das macht den Dienst verächtlich. Wenn diese Leute dann wie Bettler in der Welt herumreisen, übrigens hat er eine große Familie. Als Bettler in der Welt herumreisen. Hat das vielleicht eine Beziehung zu der London-Reise, wo das Wunderkind ja auch im Buckingham Palace und bei den diversen Lords präsentiert wurde, aber es anschließend das Konzert in einem öffentlichen Vergnügungsetablissement gab vor 3000 Leuten, was ja die Exklusivkonzerte in den Salons und im Palast irgendwie entwertete. Es gibt, ich komme gerade aus Augsburg, da gibt es einen Brief im Leopold-Mozart-Museum, dem neuen,
wo er dann dieses Konzert in der Öffentlichkeit vor 3000 Leuten ausdrücklich lobt, hier seien keine Standesunterschiede zu spüren gewesen. Deshalb meine Frage, welche Rolle spielt dieser Brief von Maria Theresia auf die höfische Berufskarriere von Wolfgang? Ja, dieser Brief wirft zunächst mal ein uns unangenehm berührendes Licht auf die Rolle und den Sozialstatus von Musikern im 18. Jahrhundert. Unnütze Leute, die wie Bettler durch die Welt ziehen. Das ist jetzt sehr krass ausgedrückt, aber wenn Sie sich einen Hofkalender anschauen, das kann ich Ihnen nur empfehlen, da sehen Sie ja, dass diese Welt des Hofes eine sehr genau geordnete ist, und zwar hierarchisch geordnete ist. Und alle Bewegungen und alle Positionen im Raum des Hofes unterliegen Ordnungen. Das ist ein sehr starkes und dichtes Ordnungsgefüge. Und da haben die Musiker einen klar definierten Platz, ja, und der ist unveränderlich. Und der ändert sich auch nicht dadurch, dass jetzt einer ein besserer oder ein schlechterer Musiker ist, sondern Musik machen ist eine Funktion im Rahmen des höfischen Zeremoniells, den ganzen Tag über, da, wo Musik gebraucht wird. Und da sind die Mozarts ja integriert. Sie sind in Salzburg integriert, so wie Beethoven in Bonn. Denn Sie können im Bonner Hofkalender ganz genau nachschauen, auch wenn das nirgendwo sonst belegt ist, wo Beethoven überall jeden Tag gespielt hat. Ja, das war Dienst. Ja. Nachgeordneter Dienst, aber es war ein Dienst und es war ein sicherer Dienst, eine Lebensposition. Ja. Was jetzt die Sozialisation angeht, auf die es mir ja ankommt, Mozart, Leopold wie der kleine Wolfgang hätten ja alle diese Erfahrungen nicht machen können, der großen Reisen seit 1963, wären sie nicht vom Hof ermöglicht worden. Schrattenbach, der Vorgänger von Colloredo, hat das ja alles ermöglicht, er hat es ja zugelassen. Er hat sie reisen lassen, hat eine Zeit lang Gehalt gezahlt. Das muss man sich heute alles mal vorstellen. Ja? Sie sind Beamter und sagen, oh, ich habe hier ein intelligentes Kind, ich muss jetzt mal einfach mal ein Jahr weg. Und der Chef sagt, ja, klar, fahr. Gehalt läuft weiter, ja, und sag aber ab und zu, dass du aus Salzburg bist. Das würde doch nicht funktionieren. Also das ist eine ungewöhnliche Gunst. Ja, es ist eine Gunst. Das gehört natürlich zu diesem System dazu, Gunst. Aber das ist eine Rechnung, die ein solcher Fürst auf seinem Papier hat, weil er sagt, naja, wenn der jetzt rund geht und überall steht, das ist der Salzburger, dann kommt eben der Salzburger Hof ins Gespräch. Und diese Reisen, die Mozarts Vater organisiert, sind Reisen von Hof zu Hof und funktionieren auf den Kommunikationswegen der Höfe. Sie müssen es bis an den ersten Hof geschafft haben. Wenn Sie da Erfolg haben, dann gehen von da die Briefe an den nächsten Hof. Und das heißt, wenn Sie in dem nächsten Hof ankommen, sind da bereits Nachrichten eingetroffen. Da kommen welche. Und die hören wir jetzt auch. Ja? Und so bekommt diese Westeuropa-Reise, genau wie vorher, das ist ja im Kleinen probiert worden mit der ersten Wien-Reise, bekommen ihre Dynamik. Ja. Kann es sein, dass also der Brief von Maria Theresia an andere Adelshöfe dann doch von... Nee, ich glaube, das hätte Maria, wir haben jetzt diesen Brief von Maria Theresien, hätte jeder andere auch so geschrieben. Mhm. Naja, der Brief ist an einen speziellen Sohn geschrieben. Ja. Der hatte im Übrigen schon Wenzel Pichel in Diensten. So ist es. Und zum anderen war es so, dass der Bruder des Erzbischofs Colloredo, ein persönlicher Berater von Josef II. War. Und da wurde und die Geheimpolizei war sehr, sehr... Die war sehr genau informiert über alle Dinge. Da können wir später bei Beethoven drüber reden. Also wusste man am Wiener Hof, einerseits ist dieser Sohn, das war Ferdinand, in Mailand. Ferdinand war ein sehr unbetraubarer, den hatte sie nämlich vorher auch schon mal gut erzogen. Der hatte nämlich, glaube ich, einen Hang zum Küchenpersonal. Da wurde nämlich gesagt, die Erzieher müssen aufpassen, dass er nicht mit einfachen Leuten rumsteht und klatscht und schwätzt. Maria Therese war eine wunderbare Mutter. Ich würde an solange man nicht ihre Kinder war, würde ich ihnen zustimmen. Was? Solange man nicht selbst Sohn oder Tochter war, würde ich ihnen zustimmen. Nein, ich finde das ganz toll, wenn sie, da schreibt eine Vierjährige, schreibt, liebe Mama, darf ich dich heute Nachmittag besuchen? Da schickt sie den Brief zurück und schreibt darunter,
Können wir das auch besser ausdrücken? Geht das etwas förmlicher? Und dann kommt, hochgeehrte Mutter, wie wäre es, wenn Sie um 16 Uhr meinen Besuch empfangen würden? Und so. Ganz, irgendwie ganz, ganz putzig. Ist 18. Jahrhundert. Na, was ich sagen wollte, das ist ein Privatbrief und den nehmen wir jetzt als Gruppenlektüre. Der war für diesen Sohn bestimmt. Dieser Sohn sollte damit zu Schrecken kriegen. Ich habe da stelle ich Leute ein, die ganze Zeit unterwegs sind. Aber wie gesagt, das hatten die Coloredos, denn der Erzbischof Coloredo verbot eben oder verbietete Mozart eben das Reisen und sagte, nein, wir wollen sie nicht am Hof irgendwo anders haben, sie haben hier zu bleiben. Der Schrattenbach dachte, dass die Reputation für Salzburg dann ganz groß war und der Coloredo sagte, nichts da, sie bleiben hier. Das ist natürlich auch immer sowas, der Coloredo wird ja auch immer als ein boshafter Mensch hingestellt. Ja, das ist ein völliger Unfug. Zunächst mal, dann was bei den frühen Reisen ist es natürlich das Wunderkind, was reist. Hinterher ist es ein Musiker, ein erwachsener Musiker mit 16, 17 ist für in den Augen der Zeit das ein erwachsener Musiker und kein Kind mehr das. Da hätte ja jeder Geiger und jeder kommen und sagen, ich will jetzt mal eine Reise machen. Ja. Das war ja das Besondere, dass das eben dieses Kind war, das man als Wunder. Und das ist ja übrigens auch das Verständnis von Leopold gewesen. Wir haben jetzt hier den ganzen theologischen Hintergrund, den blenden wir im Moment aus, aber dieser Fürst hatte ja seine Macht nicht qua sich selbst, sondern die war ihm gegeben. Der war ja auch in dem Verständnis des Absolutismus, hatte ja immer noch einen Übersicht. Ja, und der war die absolut verbindliche Richtspur. Ja. Und deswegen sagt Leopold, dass hier in Salzburg dieses Kind auf die Welt kommt, ist ein Wunder und als solches schon mal ein Ausweis der Macht Gottes. Und ich bin verpflichtet als Vater, vor der Welt dieses Wunder zu zeigen. Und dem Leopold nehme ich das im Übrigen ab. Das ist nicht nur eine Finte. Nee, der Leopold, da bin ich auch nicht einig mit viel. Also der Leopold wird jetzt immer so zu, der kommt direkt vor Kant als Aufklärer. Auch das stimmt nicht. Ja, man muss einfach mal alles lesen, was Leopold geschrieben hat. Da gibt es viele Dinge, die uns heute absolut unaufklärerisch finden. Ja, Leopold ist zum Beispiel gegen den Blitzableiter und sagt, die Leute sollen mal lieber mehr Wallfahrten machen und mehr beten, dann gibt es auch weniger Blitzeinschläge. Ja, das ist ja nicht eigentlich das, was man von einem Aufklärer erwartet. Vielleicht war das aber auch ironisch. Kommt im gleichen Brief vor, wo die... Wissen Sie, Ironie, das ist immer das Totschlagargument, das hat man nicht so gemeint. Ja. Ich nehme den Leopold sehr ernst. Er hat einen unglaublichen Mut gehabt. Ja, wenn ich den Leopold charakterisieren müsste, eines würde ich ihm zuschreiben, Mut. Denn das, was der da unternimmt mit seinen Kindern, diesem kleinen Wanderzirkus, ja, Mutter und zwei Kinder, das ist unvorstellbar, was die da gemacht haben. Und sie kommen von Hof zu Hof und Herr Grippelholz wollte auf London zu werden kommen. London ist eine absolute Ausnahmesituation. Größte Stadt der Welt, damals eine Regierungsform, die es sonst nirgendwo ja so gibt. Da gibt es ein Parlament, ja, und es gibt ein öffentliches Musikleben, was es ja sonst kaum gibt. An einzelnen Stellen, freie Reichsstädte, aber das ist nicht die Regel. Ja. In London lernen die Mozarts andere Bedingungen des Musizierens und des Präsentierens kennen. Das geht dann so weit, dass man in einer London-Zeitung inseriert, jeden Nachmittag von 3 bis 4 kann man in das Hotel kommen, wo die Mozarts wohnen, legt 2 Schillinge in einen Teller und dann spielt der Kleine. Wie so eine Jukebox. Ja? Man wirft 2 Schillinge rein und dann spielt er. Ja? Und dann kommt der Nächste, legt wieder hin und spielt er wieder. Ja? Das ist Musikmarkt pur. Ja? Das andere ist ja kein Markt, sondern man kommt an den Hof, wird empfangen, das ist im Rahmen eines Zeremoniells, man geht ja nicht einfach in den Klingel und sagt, sondern da wird man eingeführt, dieser ganze höfische Raum ist ein, ich habe das eben schon mal gesagt, ein Zeremonialraum, die Räume, wie man irgendwo hinkommt, wo man empfangen wird, ja, und was da geschieht, das ist ja alles geregelt und am Ende steht immer das Geschenk, entweder unmittelbar oder es wird übergeben. Ja? Und das war immer eine Unbekannte für in London ist es völlig klar, da gibt es einen Preis. Am Hof gibt es keinen Preis und da gibt es Gnade.
Und die manifestiert sich zum Beispiel in einer schönen Tabakdose oder einer gefüllten Tabakdose oder einem Ring oder am Hof der Kaiserin ein abgetragenes Galakleid, übrigens genau des kleinen Kurfürsten, der später Beethovens Chef in Bonn wird. Ja. Also auch hier noch einmal das, was da geschieht in den 60er Jahren, auch was Herr Klüppelholz da anspricht, unterliegt in jeder Hinsicht den Bedingungen des höfischen Lebens. Und das ganz Außergewöhnliche ist, dass sich hier ein Individuum oder ein paar Individuen, nämlich diese kleine Familie Mozart, aufmacht, das zu zeigen. Ja. Aber natürlich ist das ein kleiner Wanderzirkus. Genau auch in dieser Konnotation. Ja, jetzt in Corona, Zirkusse, kleine Privatzirkusse sind die einzigen, die überhaupt gar keine Förderung erfahren. Die sind einfach ganz auf sich gestellt. Das waren die Mozarts auch. Und dass am Ende dieser langen Reise durch das unglaubliche Geschick von Leopold die immensen Kosten der Reise und Unterkunft sich kompensiert haben, das ist auch eine Leistung. Aber das alles ist übrigens im höfischen Musikleben möglich gewesen. Dann gibt es aber doch eine Scheidelinie, die, glaube ich, nicht zu übersehen ist, nämlich die französische bürgerliche Revolution von 1789, die Mozart kaum noch erlebt hat in diesen beiden Jahren, sicher, aber Beethoven jetzt in voller Wucht. Beethoven stammt aus der rheinisch-katholischen Aufklärung, was wirklich ein interessantes Kapitel ist. Es wurde diskutiert, dass die Freiheit des Menschen zum Beispiel die Ehe verbietet. Deshalb sollten nur zeitlich befristete Eheverträge abgeschlossen werden. In Bonn in den 1780er Jahren. Er ist bereits fertiger Musiker und wird sozusagen zu einem Fortbildungsstudium nach Wien geschickt und erlebt da, sicher mit dem Berufsziel einer Stelle bei Hofe, erlebt aber da, dann hat Erfahrungen mit der Aristokratie, die zu einer langen Reihe seiner Äußerungen führen, die von Distanz bis zu purer Verachtung gehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine ebenso lange Reihe von Äußerungen, die bedeuten, er fühlt sich als vollständig ebenbürtig mit jedem Aristokraten. Was macht man damit? Nö, ich bin da ganz nüchtern. Ich habe mal alle diese Äußerungen zusammengestellt. Da gibt es so eine schöne Blütenlese, ja, für Politiker reden. Ja. Was können wir denn mal nachschlagen? Alle diese schönen Sprüche, alle, sind nicht authentisch belegt. Es sind allesamt Zuschreibungen und sie stammen zum Teil 50 bis 80 Jahre nach dem Geschehen. Ja? Keiner der Authentizität. Ich erinnere nochmal daran, ich will jetzt hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja? Ich möchte nur sagen, hier ist eine Tendenz verstärkt worden, ja, die das bürgerliche Musikleben und natürlich auch die bürgerliche Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert verfolgte. Dass Beethoven, wie im Übrigen auch, also es gibt eine bezeugte schriftliche Aussage von Mozart, wo er sagt, auch wenn ich kein Graf bin, so habe ich doch in manchem viel mehr Ehre als ein Graf. Das gehört aber zu den Konstanten der ganzen Adelskritik im 18. Jahrhundert. Es gibt ja eine durchgehende Diskussion, nicht erst in der französischen Revolution, die gibt es vorher und die gibt es nachher. Hofkritik. Was eigentlich ist Hofkritik, Adelskritik, Kotzebue, also ein Autor, den Beethoven gelesen hat von dem Adel. Da konnte man lesen, was am Adel kritisch zu sehen ist. Es gibt aus dem Adel selbst heraus Selbstbefragungen, wer sind wir eigentlich, welche Aufgaben haben wir, welche Verpflichtungen haben wir. Das ist unbestritten, ja. Was für Beethovens individuelles Leben der Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete, war zunächst einmal, fortan wird er 25 Jahre lang Krieg erleben. Und dieser Krieg entwurzelt ihn. Er muss alles hinter sich lassen.
Und er muss versuchen, aus freien Stücken in dieser Stadt Wien, wo er nun mal gestrandet ist, ja, und irgendwann ist es dann ein Strand, weil einfach das Geld aufhört. Ja, solange bis, er hat ja nie eine Entlassungsurkunde bekommen, jedenfalls wissen wir das nicht. Aber irgendwann hört das Geld auf, er kriegt kein Honorar mehr. So, ist auch kein Hof mehr da. Hartz IV gibt es nicht, es gibt keine Sozialversicherung, er steht da und muss jetzt sehen, wie setze ich mich hier durch mit dem, was ich kann. Und da hat er eine klare Strategie, übrigens genauso klar und auch so genau so strukturiert, wie Mozart das hatte, 81. Das ist wirklich, faszinierend, zu sehen, wie Mozart und wie später Beethoven sich in Wien etablieren und als Musiker durchsetzen. Und das geht, und das sollte uns überhaupt nicht wundern, nur über den Hochadel und über die Angehörigen des Hofes. Ausschließlich. Sie haben die Widmungen genannt. Ich weiß, es sind, glaube ich, 88 Widmungen. 85 von denen sind an Adelige. Und die drei, die nicht an Adelige sind, ist das eine an Haydn, Hofmusiker, das zweite an Salieri, Hofmusiker, und das dritte ist ein freier Bürger. Ich fand noch eine an Zeltner, an Fasch. An Fasch. An Karl Friedrich Fasch. Ja. Also ich darf ein paar dieser Äußerungen zitieren, als Lichnowsky ihn zum Klavierspiel zwingen wollte. Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt. Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt es nur einen. 1870 zum ersten Mal publiziert. Aha, okay. Ja. Brief. Das ist eine Wandererzählung. Bedenken Sie, dass auch ich ein Freiherr bin, wenn auch nicht dem Namen nach. Das Brief, hat er tatsächlich gesagt. Brief an Baron von Türkheim, ja. Ich gehöre nicht gemäß meiner Beschaffenheit unter diese Plebs beim Vormundschaftsgericht im Prozess um den Neffen Karl. Genau. Und jetzt interessiert mich Ihre Meinung. Für solche Schweine spiele ich nicht. Weil Lichnowsky, was ist mit der Geschichte dran, wo er mit dem Stuhlbein auf ihn losgehen wollte und im strömenden Regen mit dem Autograf in der Hand abgehauen ist. Ja, zweite Hälfte 19. Es war die Appassionata. Ja, zweite Hälfte. Tatsächlich. Ja. Also die, diese Geschichte mit dem Magistrat, die ist schon sehr interessant. Beethoven heißt Ludwig van Beethoven. Das heißt übersetzt Ludwig vom Rübenacker. Ja, Beethoven. Beethoven. So spricht man das. Genau, Beethoven. Oh, und dieses Fahn ist kein Adelstitel, sondern eine Herkunftsbezeichnung. Und Beethoven hat es aber sehr geschickt verstanden, in Wien den Anschein zu erwecken, er sei adelig. Und als er beginnt, die Vormundschaft für den Neffen zu erstreiten, geht er ganz selbstverständlich ans Landrecht, also ans Gericht für die Adeligen. Und sagt hier, ich bin Fahn Beethoven und ich möchte das Vormundschaftsrecht für meinen Neffen Karl erstreiten. Und die nehmen das zunächst an und dann kommt aber irgendein Beamter zur Frage, was ist das eigentlich für ein Adel? Und fragt nach und sagt, Beethoven, legen Sie bitte Ihr Adelsprädikat vor. Und jetzt wird es peinlich für ihn. Ja, dann laviert er zunächst und sagt, ja, also so ganz eigentlich nicht, aber ein bisschen. So, und dann sagt das Gericht, den Fall sind wir los und verweisen ihn mit einem Federstrich an den Magistrat. Und da ist er jetzt bei der Plebs. Mhm. Ja, jetzt ist er plötzlich beim Volk. In derselben Zeit kann man übrigens zum ersten Mal in einem Lexikon lesen, Beethoven sei ein uneheliches Kind von König Friedrich Wilhelm II. Stimmt es, dass er nie, er wurde darauf hingewiesen, nie dagegen gewehrt hat. Es sind drei Lexika in Folge, wo Bissinatin haben seine besten Freunde haben darauf hingewiesen, gesagt, das kannst du nicht stehen lassen. Und dann sagte er, ach, er hätte sich angewöhnt, Dinge, die man über ihn schriebe, nicht zu kommentieren. Stimmt nicht, also privat zum Beispiel hat er schon kommentiert. Er las die Zeitschrift Cecilia und es gab einen Verriss von Wellingtons Sieg. Und in schöner, bönscher Derbheit, wenn ich das sagen darf, setzt er an den Rand. Was ich scheiße, ist besser, als was du jemals gedacht hast. Der Musikkritiker Weber war gemeint. Ja. Der allerdings kein Adeliger war. Ja. Nein, aber das ist also die Selbstwahrnehmung, das ist übrigens auch die Selbstwahrnehmung Mozarts.
die Sozialisation Mozarts oder diese Erfahrung, die das Kind, die der Jugendliche macht, ich reise durch die Welt und komme an Höfe und werde da gefeiert. Das erlebt er ja nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre, das erlebt er ja seine ganze Jugend hindurch. Und er gewöhnt sich an... Dann ist er konditioniert. Er ist konditioniert und das bleibt er bis ans Ende des Lebens. Und das zeigt er ja durch den Habitus. Diese ganze höfische Welt ist ja auch eine habituelle. Ja, das Kleiden ist von hoher Bedeutung. Und Beethoven trägt in Bonn, solange er Hofmusiker ist, eine sehr, sehr aufwendige Uniform. Das heißt, wenn der morgens in der Bonngasse das Haus verlässt und zur Residenz zu Fuß geht, ja, ist er in einer Uniform. Er trägt, das ist Bonner Hofzeremoniell als Musiker, einen Degen, einen Dreispitz unterm Arm. Auch wie man geht, ist übrigens genau festgelegt. Ja. Also das hat Beethoven gelernt und das war bei Mozart auch so. Natürlich haben auch die Hofuniformen getragen, übrigens wie später noch Wagner, mal nur ganz nebenbei. Ja, also man ist da Teil eines klar definierten Systems, das habe ich schon gesagt. Und als solcher bewegt man sich und als solcher wirkt man. Und das Selbstverständnis ist bei Mozart einfach eingeübt bis zum Schluss. Er trägt immer elegante höfische Kleidung, immer das Modernste, was man am Hof trägt. Ja. Dass da dann übrigens das Geld nicht reicht, ist ja völlig klar. Ja. Und auch bei Beethoven, der sicher hinterher auf sein Äußeres keinen großen Wert mehr legt, ich glaube, er war in den letzten Jahren partiell verwahrlost. Ja, also das ist auch natürlich, das wird ja auch immer unterschlagen. Ja, aber natürlich war das nachher, wenn ich es mal ganz böse sage, ein verranzter Penner. Ich meine, immerhin ist Beethoven mal verhaftet worden, weil man ihn für einen Landstreicher hielt. Ja. Also, das ist Mozart nie passiert. Ja. Aber das ist von Beethoven, also auch im Wiener Kongress, wo er ja nachweislich auch mit großen Fürsten, Potentaten umgegangen ist, werden seine guten Umgangsformen gelobt und auch sein Aussehen. Von Schindler, ja, ja. Aber also immerhin die Besuche, die bei, also über Rosimowski vermittelt, die sind ja auch anderweitig bezeugt. Also nicht Schindler hat ihn gelobt, ja, sondern ja. Schindler hat als Beethoven Zitat berichtet. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Wenn eben diese vielen antiaristokratischen Äußerungen Beethovens zu bezweifeln sind, dass sie ganz oder teilweise der Fantasie der Nachgeborenen entstammen. Wie würden Sie aber dann die sozusagen republikanischen Äußerungen Beethovens beurteilen? Etwa den zentralen Satz, den Frau Meining ja heute schon zitiert hat, Freiheit weitergehen ist in der Kunst wie Schöpfung Zweck. Und da gibt es ja auch noch in diese Richtung einige. Ja, also das Verhältnis zur Revolution, zu das wechselhafte Verhältnis zu Napoleon, wie mir scheint, zu dem er ja später nach der Eroica-Widmungsaffäre zu einem freundlicheren Bild kommt, als er Metternich-Erfahrungen hatte und als Napoleon tot war. Wie würden Sie also diesen Teil seiner Weltanschauung beurteilen, der eben auch zu diesem Klischee von Demokrat, Republikaner, wie auch immer führte, der Sozialist Kurt Eisner, Beethoven, der Tondichter des Herzens, der Revolutionär des Herzens und der Tondichter der Demokratie, heute würde er ganz bestimmt in die SPD eintreten. Es war die SPD allerdings von 1905. Weil da allerdings auch schon partielle Amnesien herrschen, habe ich den Eindruck. Also der Begriff Demokratie ist um 1800, das ist einfach ein völliger Anachronismus. Dann nehmen wir Freiheit. Ja, ja, politische Freiheit. Also das, ich würde nie bestreiten die Adelskritik. Ich würde auch nie bestreiten die Kirchenkritik. Die würde ich weder bei Mozart noch bei Beethoven bestreiten. Natürlich sind im 18. Jahrhundert viele Menschen bereit, über Adelige und über Vertreter der Kirche sehr negativ zu sprechen.
Und dann kann man sagen, naja, wie ehrlich seid ihr eigentlich, wenn ihr unter euch über die Adeligen schmält und kaum, dass einer erscheint, macht dann Buckel. Ich pointiere das jetzt mal ein bisschen. Aber bei Beethoven, es gibt eine Äußerung, die ganz selten zitiert wird, aber die ist bezeugt. Und die liegt im Beethovenhaus. Ich habe es mir jetzt gerade im Februar nochmal vorlegen lassen, um sie richtig abzuschreiben. Da notiert Beethoven unter uns gesagt, so republikanisch wir denken, so hat's auch sein Gutes um die oligarchische Aristokratie. Also republikanisch denken, auch eine durchaus republikanische Attitüde, die es ja zum Teil gibt, bis hin zu dieser Titusfrisur, die sich eine Zeit lang zulegt. Übrigens ja alles, das spielt sich ja alles ab im Kontext dieser hohen Adeligen, dieser Rasumowskis, dieser Kinskis, dieser Lichnowskis, dieser Lokko, die das ja alle sehen und offensichtlich das irgendwie, vielleicht finden sie es auch einfach nur schick, dass der so ein bisschen den Bad Boy spielt. Ja. Aber das schadet Beethoven ja zu keinem Punkt. Zu keinem Punkt. Ja. Also republikanisch denken, ja, Freiheit propagieren, welche Freiheit? Ja, die Freiheit des Verdienstadels, den Adel, den er beansprucht, ist der Verdienstadel. Er sagt, die einen sind halt so geboren, das finde ich wackelig, diese Begründung, aber wer Verdienste hat, der hat Rechte und Privilegien wie ein Adeliger zu beanspruchen. Und die beansprucht er. Diese Geschichte, auf die wir vielleicht ja noch kommen, 1809, die Berufung an den Hof des Königs Jerome in Westfalen, da ist es ganz deutlich, wo er sich sieht. Ja, in einer höfischen Hierarchie. Er legt großen Wert darauf, auf Titel. Ja, also wenn man ihm jetzt schon mal, auch wenn man ihm den Posten des Hofkapellmeisters in Wien noch nicht gäbe, ihm wenigstens schon mal den Titel eines kaiserlichen, wirklich kaiserlichen Hofmusikers geben könne, würde das sein Aufenthalt in der Residenzstadt ihm viel werter machen. Plus 600 Golddukaten im Jahr in Kassel ohne Kompositionsverpflichtung. Ja, also das habe ich mir extra mal rausgeschrieben, weil das auch leider nie zitiert wird, aber der ist sowohl im Entwurf als auch in der Reinschrift erhalten. Da sagt er also, im Grunde sind das Berufungsverhandlungen. Ja, er ist in der wunderbaren Situation, er bekommt ein Angebot des Königs Jerome und ich bin überzeugt, das hat ihn verlockt. Denn anders als es vor allem die deutsche Geschichtswissenschaft dann gerne dargestellt hat, vor allen Dingen nach 1870-71, dieses Königreich Westfalen hat Napoleon ja gegründet als einen Musterstaat. Das ist ein moderner französischer Verfassungsstaat. Ja. Dass dieser Bruder Jerome offensichtlich ein Mensch, ein Gesellschaftsmensch war, der sich auch gerne amüsierte, muss gar nicht bestritten werden. Aber es gibt einen Hof, den er dafür, das ist von der Geschichtswissenschaft alles aufgearbeitet worden. Und dieser König Jerome, dieser König Lustig, wie ihn die deutschen Historiker dann nannten, hat da in dieser kurzen Zeit, die ihm da vergönnt war, eine ganze Menge erreicht. Übrigens wie auch Coloredo. Das Salzburg Coloredos galt als Modellstaat im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Also das ist kein bornierter, engstirniger Potentat und Despot gewesen, ein Erzlimmel wie Mozart schreibt, sondern ein wirklich aufgeklärter Kopf. Also jetzt bekommt Beethoven den Ruf und sagt, da gehe ich hin. Das wird in Wien ruchbar und dann sind es die drei Jungen, allesamt viel jünger, also ein Erzherzog Rudolf an erster Stelle und Kinski und Mowski, und die sagen, das finden wir jetzt, wir wollen den Beethoven hier bei uns haben. Also der Hochadel, der Höchstadel. Und mit Erzherzog Rudolf immerhin das kaiserliche Haus. Und sie sagen, was können wir denn tun, damit du bleibst? Unglaubliche Situation. Ja? Berufungsverhandlung. Und jetzt sagt Beethoven, was ich verlange, ist im Grunde genommen das, was wir heute ein bedingungsloses Grundeinkommen nennen. Ihr zahlt erstmal. Und zwar genau das, was ich in Kassel bekomme. Und das sind 4.000 Gulden. Das ist ein Mordsgehalt. Wofür? Für nichts. Dafür, dass er komponiert und dann, das ist ein geschickter Schachzug, der ist im Laufe der Verhandlungen eingefallen, er sagt dann, wenn ihr mir das Geld gebt, dann dürft ihr meine Werke
sozusagen als die euren betrachten. Steht wirklich eine Kompositionsverpflichtung in diesem Vertrag? Natürlich nicht. Also mein Stand ist, Gegenleistung in Wien oder in einer anderen österreichischen Stadt zu bleiben. Genau. Und eben nicht nach Kassel. Beethoven müsste von einem großen Herrn die Versicherung eines lebenslänglichen Gehaltes erhalten und wenn auch mehrere hohe Personen zur Summe dieses Gehaltes beitrügen. Dieser Gehalt könnte bei der jetzigen Teuerung nicht unter 4.000 Gulden jährlich betragen. Beethoven wünschte, dass sich die Geber dieses Gehaltes sodann als die Miturheber seiner neueren, größeren Werke betrachten, weil sie ihn in den Stand setzten, sich denselben zu widmen und dass er daher nicht zu anderen Verrichtungen verwendet werde. Also Freiheit. Zweitens, Beethoven müsste immer die Freiheit behalten, Kunstreisen zu machen, weil er sich nur auf solchen sehr bekannt machen und einiges Vermögen erwerben kann. Schreibt er selbst. Drittens, sein größtes Verlangen und sein heißester Wunsch wäre es, einst in wirkliche kaiserliche Dienste zu kommen und durch den in dieser Stellung zu erwartenden Gehalt einst in den Stand zu kommen, auf den obigen ganz oder zum Teil Verzicht leisten zu können. Einstweilen würde schon der Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters ihn sehr glücklich machen. Könnte ihm dieser erwirkt werden, so wäre ihm der hiesige Aufenthalt noch viel werter. Sollte dieser Wunsch einst erfüllt werden und sollte er von seiner Majestät einen Gehalt erhalten, so wird Beethoven von den 4.060 Gulden jährlich so viel zurücklassen, als der kaiserliche Gehalt betragen wird. Und sollte dieser, also das ist jetzt, können wir überspringen. Und viertens, da Beethoven seine neueren Größenwerke auch von Zeit zu Zeit einem größeren Publikum vorzutragen wünscht, so möchte er von der Hoftheaterdirektion für sich und ihre Nachfolger die Versicherung haben, jährlich den Palmsonntag, wichtigster Konzerttag im Jahr, den Palmsonntag im Theater an der Wien, Riesenbühne, ja, zur Aufführung einer Akademie zu seinem Vorteil zu erhalten. Das ist also etwas, wo er locker nochmal 2.000 Gulden ein. Ja. Jetzt kommt aber, damit wir sehen, wie philanthropisch er gesinnt ist, ja. Dafür würde sich Beethoven verbinden, jährlich eine Armenakademie zu leiten und zu dirigieren oder, wenn er dieses nicht tun könnte, zu einer solchen Akademie ein neues Werk von ihm zu liefern. Ich habe da, also ja, ich finde, wenn man in der Position, in einer solchen Leistungsposition wie Beethoven ist, das völlig legitim, solche Verhandlungen zu führen. Ich habe überhaupt keine moralischen Bedenken, jetzt zu sagen, das ist ja unverschämt, was. Das ist eine Situation, die sich hier ihm eröffnet hat und er sagt, was er will. Und es ist die Denkweise, die völlig dem Höfischen entspricht, denn es ist die Patronage. Die höfische Patronage läuft ja so, der Fürst stattet dich erstmal aus und dann machst du was. Das Bürgertum sagt ja ganz genau andersherum. Leiste du etwas und mit dem, was du leistest, verdienst du dir dein Gehalt und deine Stellung. Und hier ist es umgedreht. Deswegen nenne ich das bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist ein Anspruch, der sicher ungewöhnlich ist, aber ist nicht so ungewöhnlich. Das denkt im Grunde auch schon Mozart. Mhm. Mozart macht 1787 oder 88 dem Puchberg mal ein Angebot und sagt, du, gib mir einfach mal 2.000 Gulden. Und ich will einfach nur mal 2 Jahre lang komponieren. Das Richard Wagner-Modell. Das ist das, ja. Das auch. Es ist ein, ja, Richard Wagner ist ja in dieser Hinsicht auch kein Bürger. Ja. Ich meine, ja, wenn ich mich von meinem König aushalten lasse. Ja. Naja, die Zahlungen an Beethoven blieben ja dann bald aus. Er zog ja auch mehrfach vor Gericht, nennt Lichnowsky einen fürstlichen Lumpenkerl. Und Assad IX ist Napoleon dann in Wien wirklich einmarschiert und hat die Stadt halb zusammengeschossen. Und Beethoven hat sehr bedauert, doch nicht nach Kassel gegangen zu sein. Ne? Ja. Beim Wiener Kongress hingegen konnte er sich freuen, nicht nach Kassel gegangen zu sein. Ja, wobei dieser, man muss fairerweise sagen, also die Fürsten hätten ja gezahlt und haben ja auch gezahlt. Nur 1811 gab es den Staatsbankrott, das kommt selten vor, aber es gibt Staatsbankrotte, ja. Da gab es kein Geld mehr. Und da gab es kein Geld mehr. Ja. Und diese Fürsten, die wir ja eigentlich auch alle nicht so richtig kennen, das waren ja zum Teil auch arge Halotriz, ja. Die hatten eine Unmenge Geld, aber haben es zum Teil auch verprasst. Die eine Hochzeit in Böhmen 1 Million Gulden ja, gekostet. Das ist Sie sind ja auch alle fast
verarmt gestorben. So ist das. Ja. Ja. Aber sie haben natürlich, und Lichnowsky hat sich auf diesen Prozess eingeladen, aber er hat hinterher gezahlt. Also Beethoven hat das Geld bekommen. Und ich möchte Beethoven nicht zu nahe treten, aber er hat es dann auch schon sehr geschickt gewusst, auf hohem Niveau zu jammern. Also wenn man hinterher sieht, als er starb, was er an Vermögen hinterlassen hat, kann von einem armen Beethoven schlichtweg nicht die Rede sein. Und er war in seinen späteren Verlagsverhandlungen nicht gerade zimperlich. Ne? Wenn er zum Beispiel ein Werk dem Verlag verkauft, gleichzeitig ein anderes. Und wie war das mit Brentano? Der sollte doch eine Vorfinanzierung machen. Naja, es ging jedenfalls um die Missa Solemnis, ne? Also, die er mehrfach sozusagen verkauft hat. Ne? Also war nicht schlecht. Aber ich würde hier, die Musikgeschichtsschreibung macht daraus eine moralische Frage. Das Verhalten Beethovens ist sicher nicht besonders anständig gewesen. Ja? Aber er hat einfach das verinnerlicht, was diese Gesellschaft... Wie das so war bei Hofe. Ja, das ist, ich meine, er hat das, wollte das Maximum rausschlagen aus seinen Werken. Und das ist natürlich im romantischen und dann im deutschen Denken, geht irgendwie gar nicht. Geld, also ein großes Genie muss arm sein und muss möglichst mit Geld nichts zu tun haben. Ja. Und das ist einfach ein Unsinn. Das ist ein Geschäft und ein Markt. Und wenn man wie Beethoven eben letztlich dann doch von seiner Musik leben muss, und sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr praktisch ausüben kann, ist er ja darauf angewiesen, dass er Geld einnimmt. Und zwar viel Geld für einen Haushalt, so wie er ihn führt. Das Thema Geld führt uns ja zu einem anderen hochinteressanten Thema, Widmungen, die ja doch auch in der Regel mit Geld verbunden waren. Wie sieht es aus? Ja, Widmungen waren mit Geld verbunden, aber sie waren auch damit verbunden, dass man erstmal fragen musste, ob man widmen darf. Also man konnte nicht dem Fürsten oder der Fürstin oder einer Baroness irgendwas vor die Haustüre legen und sagen, hier, habe ich Ihnen gewidmet, sondern man musste vorher fragen. Es gibt nämlich einen Brief diesbezüglich, weil ich glaube, diese C-Dur-Messe Beethovens, die wurde dem bayerischen Kurfürsten oder dem bayerischen, war er schon König, an den bayerischen Königen gewidmet, und Beethoven schreibt dann, der Mann, der weiß noch nichts von seinem Glück. Das ist zum ersten Mal, dass so etwas passiert. Also, dass man fragte, ob man das darf. Und dann bekam man jedenfalls aus den... Wir haben noch einen Widmungsträger, einen bürgerlichen Widmungsträger vergessen, nämlich Stefan von Breuning und seine Frau mit Opus 61. Und dann war derjenige, der die Widmung bekam, war verpflichtet im Grunde genommen, also ein mindestens gleichwertvolles Präsent zurückzuschicken. Und das ist natürlich für einen Musiker war das Geld. Vielleicht kriegt er auch einen gemalten Fürsten oder so etwas, aber ich glaube, eher klingende Münze muss das gewesen sein. Bei Beethoven schon, aber Mozart, da, naja, Mozart, das sind die Tabakdosen, von denen Sie sprachen. Ja, aber das sind die Tabakdosen, ja, aber das sind ja keine Widmungen. Man ging davon aus, dass diese Geschenke auch verkauft wurden nachher wieder, dass die sozusagen beim, ich weiß es von Mozart, also weil er ja nun von allen Seiten in Paris so Kinkerlitzchen bekam, und die hatten einen bestimmten Wert, und den konnte man im Grunde genommen bei dem Haus, bei der Apotheke, wo die gekauft wurden, konnte man die zurückgeben. Man saß also nicht lebenslang auf diesem preziosen Fest und musste die irgendwie immer mitschleppen. Beethoven registrierte das. Es gibt ja diese Geschichte, dass er da vom König von Preußen angeblich nur einen Schöpsenring für die Missa Solemnis bekommen hat. Da gehen die Meinungen aus. Oh nein. Ja. Was will der alte Mann denn mit dem Ring? Ja. Wo, durch die Nase oder wo? Er hat aber natürlich, gerade bei der Missa Solemnis, hat er schon darauf spekuliert, dass da richtige satte Geschenke kommen. Das war übrigens ja auch das, er hat ja dieses Werk nicht drucken lassen, hat gesagt, ich kann mehr damit verdienen, wenn ich es hohen Herren mit entsprechenden Widmungen schicke, und hat das abschreiben lassen, das kostete was.
Klar, also das gehört alles zu diesem Kommunikationssystem der höfischen Welt. Das ist im Übrigen heute, wenn wir doch ehrlich sind, so ganz verschieden auch nicht. Also jeder Komponist, der heute einen Auftrag bekommt, widmet das Werk doch in der Regel dem Auftraggeber. Also wenn ich die Partitur, moderne Partituren durchschaue, da steht bei fast jeder eben vorne drin, gewidmet dem oder dem oder dem oder Paul Sacher, also Paul Sacher Widmungen. Oh ja, also das ist ein, ich finde, das ist eine Art von sozialem Handeln, was ich auch, auch Komponisten haben auch Verpflichtungen und wollen Musiker ehren oder wollen Kollegen ehren, also später, wenn Komponisten einfach Uraufführungsdirigenten mal eine Partitur widmen. Also ich denke, das gehört, das ist interessant zu sehen, wie Beethoven, mit welchem Geschick und mit welcher klaren Disposition er widmet. Es gibt ja viele Briefe, wo er sagt, eigentlich müsste das dem und dem widmen, aber jetzt kommt, der andere hat mir jetzt gerade da geholfen, also ja, im Neffenkonflikt, deswegen muss ich dem jetzt das, aber du kriegst dann das Nächste. Und ich meine, solche Leute wie Lichnowsky, da sieht man, was Lichnowsky für Beethoven bedeutete, was der an Werken gewidmet bekam. Das ist ja auch nach außen hin, also wer Noten kaufte, gehörte ja zu diesem, zu dieser gesellschaftlichen Gruppe. Noten sind im teuer, sehr teuer. Ja, also wenn Sie eine Sonate kaufen von Mozart, so ein Sonatenheft, dann kostet das umgerechnet heute zwischen 100 und 150 Euro. Ja, wir regen uns heute auf, oder Studenten, wenn sie mal 20 Euro für ein Händlerheft kaufen, bezahlen müssen. Also Noten sind teuer, das ist keine Alltagsware. Und in den Kreisen, wo sie gekauft wird, ist es natürlich ein Ausweis sozialer Dignität, wenn draufsteht, eine Sonate von Beethoven, gewidmet an Gräfin von Brunswick oder so etwas. Ja. Da hat die Brunswick'sche nämlich auch etwas davon. Hast du gesehen? Ja. Und natürlich, je größer die Werke, umso höherrangig die Person. Also deswegen hätte ja eben auch Maximilian Franz die erste Symphonie gewidmet bekommen. Der starb dann. Und dann wurde Baron Franz Witten eingesetzt. Na, warum? Weil der einer der ganz führenden Personen im Schaltstellen im Wiener Musikleben war. Also das war sozusagen der Fürst im Wiener Musikbetrieb. Da war es gut, den so auszuzeichnen. Zumal man ja wusste, was er für Mozart getan hat. Übrigens bei Lichnowsky genauso. Lichnowsky ist ja auch jemand, der schon Mozart gefordert hat. Da gibt es auch Traditionen in den. Also die Widmungen, die lehren uns eine ganze Menge über den sozialen Austausch, der da stattfindet. Aber als solches würde mich dieses Verhalten nicht irgendwie jetzt befremden. Ich würde auch nicht befremden, dass das den Handel, den Geldhandel, den Beethoven mit seiner Musik treibt. Eine bürgerliche Widmung ist ja auch die an Kreutzer von Opus 47, der gleichnamigen Sonate, Kreutzer-Sonate, die Kreutzer ja selbst nie gespielt hat. Kreutzer war eine Größe im Pariser Musikleben. Ist da ein Zusammenhang vielleicht zu vermuten? Oder ist das irrig? Mit einem Zusammenhang mit Beethovens zeitweiligen Übersiedlungsplänen nach Paris? Naja, Paris war zunächst einmal einer der attraktivsten Musikorte der damaligen Welt. Er wollte entweder nach Paris oder nach London. Also London ist eigentlich sein Sehnsuchtsziel. Und ich sage bewusst Sehnsuchtsziel, weil es, glaube ich, also in den letzten 5-6 Jahren sind die Briefe voll, wo er sagt, jetzt komme jetzt bald nach London, ich übersiedle nach London, und dann die 9. Sinfonie, sein Auftragswerk aus London übrigens, ja, auch denen gewidmet. Das sind Ideale, und Beethoven ist ja in seinem Denken durchaus ein Idealist, der sich Vorstellungen macht, der sich Welten ausdenkt, die er irgendwo verwirklicht sieht oder sehen will. London, England ist einer dieser Fantasiewelten, und Paris gehört da auch dazu. Ihn hat ja der Napoleon unglaublich fasziniert. Warum? Napoleon ist wie Beethoven einer, der es von unten geschafft hat. Ja, Napoleon Bonaparte ist kein Adeliger, sondern ein einfaches korsisches Kind, was es bis an die Spitze der mächtigen Europas schafft. Und Beethoven imaginiert, dass die Kraft und die
Herrschaft, die Napoleon ausübt, übertragen auf die Musik von ihm ausgeübt wird. Also er ist der Napoleon der Musik, er Beethoven. Und das fasziniert ihn zu sehen. Das ist ein Aufsteiger, der schafft es ganz nach oben. Wie das diese Geschichte mit dem Kaiser, also diese berühmte Anekdote, wo das durchgerissen wird, dass diese Sinfonie ist Napoleon gewidmet. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Er hat es hinterher wieder aufs Titelblatt draufgeschrieben und es gibt einen Brief an Breitkopf, wo er sagt, das Stück heißt eigentlich Buonaparte. Ja? Also das ist eine Buonaparte, nur es war natürlich extrem ungeschickt, 1803 dieses Werk öffentlich in Wien Buonaparte zu widmen. Und ich glaube, das ist man hat ihm wahrscheinlich gesteckt, du pass mal auf, da gehst du einen Schritt zu weit. Und dann musst du dir überlegen, was hast du davon? Ja, und dann macht er. Aber ideeller ist das in der Zeit, er bleibt an diesem Napoleon irgendwie dran. Ja, weil es für ihn, welchen Maßstab sollte er sonst denn haben? Sollte er den Kaiser Franz oder wen? Das waren doch alles keine. Dieser Napoleon, dieses Bild von Beethoven, da, dieses Porträt Willibald Mähler, ja, wo er sich da so als Feldherr mit Tituskopf und dieser Imperatorengeste, ja. Das ist ein Herrscherbild. Ja. Er herrscht und er hat die Lyra in der einen Hand. Das ist klar, das sind seine Insignien. Mein Reich ist die Musik. Das ist die Herrschergeste. Ich bin Herrscher über die Welt der Musik. Napoleon, du bist der Herrscher über die Welt der Politik. Und wenn wir beide zusammenkämen, da wird was rauskommen. Ja. Das ist das, was für Beethoven Paris faszinierend macht. Und das war wahrscheinlich auch die Attraktion von Kassel. Das wäre zumindest Klein-Paris gewesen. Immerhin der Bruder von Napoleon, immerhin dieser, ich bin sicher, dass sich Beethoven da informiert hat über das, was in Kassel da los ist. Wenn man ihm unterstellt, dass er politisch so interessiert ist und Zeitungen liest, dann wird er auch genau gewusst haben, was in Kassel los ist und was ihn da erwarten würde. Ja? Also die Begeisterung für Paris und eben auch für London noch einmal ist in erster Linie eine ideelle. Beethoven will er dauernd reisen, er reist ja nie. Wohin reist er denn? Er reist nach Baden, ja, in die Sommerfrische oder nach Heiligenstadt. Aber weite Reisen macht er doch nicht. Nach Karlsbad. Karlsbad mal, ja, Töplitz, aber ja. In den letzten 10 Jahren überhaupt nicht mehr. Gar nichts mehr. Ja. Reisen werden immer weiter, wie Kunstreisen machen, nichts, er macht nichts. Und das sind, glaube ich, Das sind so Freiheitsträume, Entlastungsfantasien, könnte man sagen. In einem Roman von Dieter Kühn reiste nach Afrika, ja. Beethoven und der schwarze Geiger. Wo Kühn eben den Ausgangspunkt nimmt, Kreuzersonate, die ja von, da ist der britische Geiger. Bridgetower. Paul Green. Bridgetower soll er ihn, Beethoven ihn genannt haben. Gut, wir kommen langsam zum Schluss und mich würde die Frage noch interessieren, hier der Hofmensch, den wir jetzt von manchen Seiten beleuchtet haben und da das kompositorische Werk. Sind irgendwo, sowohl bei Mozart als auch vor allem bei Beethoven, dort Zusammenhänge erkennbar? Stichwort die Werke für den Wiener Kongress, aber das kann ja auch vielleicht anders sein. Oder muss beides ganz strikt lebenslang voneinander getrennt werden? Also ich würde in einem Werk von Komponisten nie irgendetwas trennen, sondern würde immer sehen und fragen, für welche Funktion ist eine Musik geschrieben und in welchen sozialen Kontexten steht sie. Wenn ich für die Kirche schreibe, stelle ich mich in andere Traditionen, als wenn ich eine Tafelmusik schreibe oder Tänze für einen Hofball. Und wenn ich Symphonien schreibe für freie Akademien, ist es wieder eine andere Situation, in die hinein, auf die zu ich komponiere. Und Beethoven, wie Mozart, wie glaube ich alle Komponisten, komponieren auf ein Publikum, auf einen Produktionsort, auf einen vielleicht sogar ideal gedachten, aber auf jeden Fall auf einen Ort zu. Also ich sehe auch eigentlich keine wirklich überzeugenden Anhalte, das zu sagen, Komponisten
komponieren da irgendwo in einem freien Raum für eine Welt, die sie gar nicht interessiert. Das sagen sie seit dem 19. Jahrhundert gerne. Ja, sie haben nie ans Publikum gedacht. Na, sie wollen ja verstanden werden. Sie wollen, also wenn wir das mit dem kommunikativen Handeln, das Musik ist, funktionieren soll, müssen sie auf irgendeine Weise diese Kommunikation in Gang setzen. Das heißt ja nicht, dass ich dem Affen dauernd Zucker geben muss. Ja, sondern wir haben es ja hier mit einem sehr anspruchsvollen Publikum, mit einem elitären Publikum. Ja? Also eine Eroica-Uraufführung, das sind 200 Leute. Damit haben sie so ungefähr in Wien das beschrieben, was Publikum ist. Ja? Und bei Mozarts, Sie sehen es ja in den Subskriptionslisten, die wir haben, das sind irgendwie 180 Leute. Und das ist der Kern. Und das sind aber Leute, die wirklich etwas davon verstehen, sowohl praktisch, weil ja viele von denen das spielen, als auch die bereit sind, sich dem auszusetzen, was Beethoven da von ihnen verlangt. Ja? Dass das oftmals auf Unverständnis stößt, ja? Und dass beim ersten Anhören einer Eroica man vielleicht gedacht hat, was sollte denn jetzt das? Ja? Und ich würde mir ja manchmal wünschen, wir hätten diese Erlebnisse nochmal. Ja? Wir haben es doch so an das alles gewöhnt. Ja, das, wo ist denn noch dieses Widerstehen? Also selbstverständlich. Es ist so, ja, oder ich habe mich jetzt da letztes Jahr mit Opus 130 und Opus 133 intensiv beschäftigt. Das ist auch heute noch eine widerständige Musik. Und wenn man sich auf die einlässt, auf was Beethoven da macht, dann merkt man, ich würde jetzt mal sagen, wie er ein bestimmtes Publikum wirklich ernst nimmt und heraus. Also das macht, was Musik in einem bestimmten Verständnis von einem bestimmten Blickwinkel aus auch wirklich sein muss. Ja? Nicht immer. Ja, und wenn ich für einen Wiener Kongress oder für einen Reduttenball einen Tanz schreibe, dann ist es doch unsinnig, eine siebenstimmige Fuge zu konzipieren. Ja? Dann muss ich die Funktion erfüllen. Ja? Und ich halte ihm übrigens die Kantate für der glorreiche Augenblick, dafür kann man mich jetzt steinigen. Das ist eindeutig und klar ein Werk Beethovens mit den Ansprüchen eines Beethoven-Werks. Aber bis noch in dieses Jahr hinein schreiben Musikwissenschaftler, ja, das ist ein peinlicher Fehltritt, ja, da sei nun Beethoven mal völlig entglitten. Ja, glaubt man denn ehrlicherweise, dass ein Komponist wie Beethoven eine 35-minütige Kantate schreibt, weil man ihn zwingt oder weil er innerlich eine Aversion hat? Nein, in dem Moment für diesen Zweck schreibt er eine Musik, die hundertprozentig zu dem passt, was da geschieht. Und da hat er zu Recht Erfolg gehabt. Und dass man ihm den heute nicht gönnt und eher wie peinlich berührt ist und kein Komponist, kein Dirigent von Rang sagt, das nehmen wir jetzt mal ernst, das dirigieren wir jetzt mal, das führen wir mal auf, das ist doch kurios. Also das sind doch Verklemmungen unseres Musikbetriebs oder unseres Musikverständnisses, die halten doch keiner rationalen Argumentation stand. Naja, es sind ja eine Reihe von Werken für den Wiener Kongress entstanden. Germania, der Chorsatz, 5 Tage nach Napoleons Abdankung zum ersten Mal erklungen. Und dann nach Waterloo eben, es ist vollbracht, ja, das Bibelwort aus dem Neuen Testament. Ebenfalls ganz tagesaktuell, ne? Würde ich jetzt musikalisch ein bisschen tiefer. Ja, ja, gibt auch andere Werke, die man musikalisch tiefer hängen kann. Ja, ja. Was Sie sagen, also es ist erstmal der Anlass, die Funktion, die erfüllt werden muss, und die ist zunächst mal biografiefrei. Aber in diesem Fall war es doch aber, glaube ich, so, dass die Existenz der Werke natürlich durch die biografischen Situationen, den Kontext des Wiener Kongresses, ohne Wiener Kongress hätte er die Stücke nicht geschrieben. Ohne den Auftrag des Fürsten Galizien wären auch die letzten Quartette nicht erschienen. Ja. Er schreibt, auch das ist Gelegenheitsstücke oder Auftragswerke. Ich finde das nicht despektierlich. Das Spätwerk Beethovens ist ein Auftragswerk. Er schreibt, er kriegt einen Auftrag aus London, schreibt uns eine Symphonie, eine große Symphonie. Und dann schreibt er die 9. Ja. Der Rudolf wird zum Bischof. Ich schreibe für dich eine Messe. Der Fürst Galizin schreibt dem Cher Maître, ich bin Bewunderer, schreib mir 3 Quartette, nenn den Preis, ich zahle ihn dir. Da kommt Beethoven, der immer schon mal, es gibt so gelegentlich Briefe, ja, soll ich mal ein Quartett schreiben, aber
Ja, wofür eigentlich? Jetzt kommt ein Auftrag. Ja, und dann beschäftigt er sich mit Quartetten bis zu seinem Tod. Ja, das, ich, so, ja, bitteschön, so funktioniert ein Komponistenleben. Die C-Dur-Messe ist ein Auftragswerk, ja. Die Symphonien sind auf Akademien hin komponiert. Lichnowsky kauft sich sozusagen die dritte Symphonie für ein halbes Jahr, darf damit machen, was er will. Ja. Vor der Uraufführung gibt es, glaube ich, 8 Aufführungen des Werks. Das sind die sozialen, kommunikativen Bedingungen des Musikmachens in der Zeit um 1800. Und die können wir doch akzeptieren. Warum müssen wir uns da so verklemmen? Wenn man die Nicht-Auftragswerke in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammenzählen würde, käme man vielleicht auf 1,5 Dutzend. So, ja, es war die absolute Regel. Ne? Und bis heute ist es ja die Regel in der neuen Musik, dass jedem Stück ein Auftrag vorangeht. Aber vielleicht doch nochmal auf den Anfang, dass, auf das der Kreis sich schließe. Die ganzen Äußerungen, die idealisiert, wenn nicht sogar gefälscht worden sind von Nachgeborenen, die, mit denen sie begonnen haben, die ein bestimmtes Beethoven-Bild befördern, das heute noch gang und gäbe ist, welche Motive standen bei den jeweiligen Autoren hinter diesen Veränderungen der Fakten? Die Situation um 1800 und danach ist eine radikale, im Wortsinn verstanden, von der Wurzel her gehende Umbruchssituation. Was da in Paris geschieht mit der Revolution, vor allen Dingen bewusstseinsprägend, dass man einen absolutistischen König Ludwig XVI. Hinrichten kann. Ja, das geht. Also man kann einen königlichen Körper vom Kopf trennen. Ja, das hatten die Engländer schon mal gemacht. Ja, und jetzt geschieht das, ist etwas Undenkbares. Und das ist Bewusstseinsveränderung. Dann haben wir 25 Jahre lang Krieg. Ja, wir haben Terror, wir haben Napoleon, wir haben Gewaltherrschaft, ja, und wir haben jetzt den Versuch, irgendwie wieder zurück. Und das funktioniert ja nie. Zurück in der Geschichte funktioniert nie. Also das, was die da im Wiener Kongress versuchen, ist so ein halber Weg. Aber immerhin, die Idee bleibt ja dem 19. Jahrhundert erhalten, eine freiheitliche Gesellschaft zu gründen. Diese Idee ist da. Das würde ich nie leugnen. Wäre Unsinn, das zu leugnen. Und natürlich hat Beethoven an dieser Idee partizipiert. Also diese Vorstellung, Menschen werden nach ihrem Verdienst gewürdigt und sie werden als Individuen geschätzt und sie sind frei in einer gerechten Ordnung. Nicht einfach so frei, ja, sondern frei in einer gerechten Ordnung. Diese Idee bleibt und die deutsche Geschichte ist ja bis 1870, 71 davon geprägt, dass man im Konzert der europäischen Nationen politisch, militärisch, wirtschaftlich eine zweitrangige Rolle spielt. Und das ganze Streben des deutschen Volkes ist es, zu einer Nation zu werden, zu einem Staat zu werden, zu einer Einheit zu werden. Und auf dem langen Weg dahin verinnerlichen die Deutschen, dass sie in einem Gebiet bereits eine Einheit darstellen und sogar den Hegemon für sich beanspruchen können. Das ist die Kunst, die Kultur und die Musik. Das ist der Goethe und der Schiller und das sind die Haydn, Mozart, Beethoven, die Konstruktion der Wiener Klassik. Ja, mit den Folgen. Und in dieser Zielvorstellung, da ist Beethoven ein Heros, ein Held, ein wirkliches Eidolon, ein Bild, ein Vorbild, ja, das, auf das alle Sehnsüchte, Hoffnungen und Erwartungen dieses Bürgertums projiziert werden. Deswegen kämpft er, deswegen ist er antiaristokratisch, deswegen ist er bürgerlich, deswegen ist er freiheitsliebend, deswegen ist er Republikaner. Also die Motivation ist, denke ich, sehr klar und die ist auch nachvollziehbar. Und wenn ich das will und sage, ich mache immer einen Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte. Ja, Vergangenheit war,
Da können Sie nichts daran ändern, aber Geschichte wird gemacht. Und wenn ich jetzt die Beethoven-Geschichte mache, und die wird ja im 19. Jahrhundert gemacht, durch die Biografen, durch die besondere Art der Beethoven-Pflege. Herr Göbel hat da ein wunderbares Bild mitgebracht. Da kann man sehen, wo das dann dahin, wohin das hinführt. Ja, dann ist es doch klar, dann verfolge ich bestimmte Strategien und dann suche ich alles, was mich darin bestärkt und schiebe alles nach hinten. Man muss es ja gar nicht vertuschen, aber es ist ja die Frage, wo ordne ich das an? Ja, wenn ich in einer 2000 Seiten Biografie wie Thayer die Geschichte mit Kassel irgendwie auf 10 Seiten abhandle, dann ist es eine Marginalisierung. Ja, und wenn ich heute in den letzten Beethoven-Biografien, die erschienen sind, da kommt der glorreiche Augenblick entweder gar nicht vor oder mit einem negativen Epitheton. Ja? Also Beethoven ist sozusagen ein Lehrstück, wie man Musikgeschichte macht. Mit anderen Worten, wie man ein Bild malt. Dass ständig Korrekturen des jeweiligen Zeitgeistes ausgesetzt ist. Die Nazis dichteten ihm blaue Augen an. Ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen, nein, dass die Augen blau waren, weil er ja den nordischen Heroismus schlechthin verkörpert. Und das geht eben nicht mit dunklen Augen, sondern nur mit blauen. Und bereits im 19. Jahrhundert ja die Untersuchungen zum Schädel, er wurde ja mehrfach exhumiert. Es kann nicht sein, dass ein Genie eine flache Stirn hat. Und dann wurde vermessen. Und am Ende hatte er eine hohe Stirn. Ja. Also wenn wir in Beethoven, ja, was ja jetzt leider Corona-bedingt weitgehend ausfällt, darüber in einen Austausch gekommen, wir haben jetzt leider überhaupt nicht über die Musik gesprochen. Ja, das war jetzt dem Thema geschuldet, aber all das, was wir jetzt hier gesagt haben, müsste sich ja zwingend und für mich unbedingt jetzt korrelieren mit der Musik. Was hören wir in der Musik? Was können wir da erfahren in dieser Musik? Wo ist sie? Wir haben das Motto hier des Mozartfestes, Widerstand. Wo ist sie heute noch widerständig? Ja, was für eine Art Widerstand ist das denn? Ja, und ich würde ja weniger den politischen Widerstand in einer solchen Musik wie einem späten Quartett oder einer Klaviersonate suchen, sondern den musikalischen Widerstand. Ja, also Komponisten denken und formen in Musik. Ja, Beethoven hat keine Politik gemacht, zum Glück. Gibt es aber doch einen Zusammenhang? Sie haben vorhin so schön beschrieben, es ist das erste Mal, dass ein Königskopf vom Körper getrennt wird. Und es ist das erste Mal, dass ein Satz wie die große Vogel, das dauert sich 35, 40 Minuten, also dass der Geist schon vergleichbar ist, mit dem jemand Konventionen oder ganz feste Normen übersteigt. Das ist, ich meine, Sie können bei Beethoven doch hinschauen, wo Sie wollen. Der frühe Beethoven, das habe ich hier, glaube ich, an der Stelle schon mal gesagt, der ist immer auf einem Überbietungsmodus. Ja, der nimmt sich Vorbilder, also gerne Mozart, und dann dreht an der Schraube noch ein bisschen weiter. Ja. Aber es gibt eine schöne Stelle in Cosimas Tagebüchern, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch zusammenbringe, da, also der Meister hat sich ja immer abends herabgelassen, irgendwie Musikgeschichte und überhaupt Geschichte zu kommentieren, da kommen sie auf die Eroica. Und dann fragt oder sagt Wagner plötzlich, was ist der Ton der Moderne? Das Cis. Da, da, di, da, 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 di, da, da. Dieses Cis, was diesen letztlich ganz elementaren, geordneten Beginn, ja? Und völlig konventionell. Da, da, di, da, 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 da. Ja, das ist, also so würde ich sagen, bis zu dem Cis würde zumindest Herr Göbel, ich vielleicht nicht, auch noch eine Symphonie hinbekommen. Ja? Aber dann dieses G in der ersten Violine, da, 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 und dann das Absinken des Cis. Und damit ist vorbei mit der schönen Ordnung. Ja? Und da sagt Wagner, das ist der Ton der Moderne. Da beginnt zum ersten Mal etwas, so hat es Wagner dann beschrieben oder konstruiert, wie auch immer, aber das sind so Momente. Ich glaube, solche Momente zu suchen und dann zu versuchen, die heute noch zu erfahren. Ja, weil ich meine, was nützt es, wenn ich Ihnen jetzt hier den Wagner zitiere? Ja? Genau, richtig. Dass, ja. Wenn wir das heute nicht mehr erfahren, selbst erfahren können, dann haben wir ein Problem. Wir haben das Problem im Jahr 2020 mit Beethoven. Das ist nicht nur das Cis, sondern es ist auch der Versuch, wie die erste Geige
darum muss man sich ja auch immer vor Augen halten, diese Sachen waren ja für Uraufführungen kreiert, sodass das Publikum, das Connoisseur-Publikum dabei saß und denken musste, oh, die kämpfen gerade da oben, den richtigen Einsatz zu finden. Die machen ja nicht einfach ein langes G und sagen Piem, sondern die machen T, wo sind wir? Wo ist vorne und hinten? Sie kommen mit Tempo Rubato rein, das finde ich schon so hochinteressant. Und dann kommt nämlich beim ersten Mal, dann kommt das Cis und dann kommt bei D ist das Cis betont und oben das G noch nicht, sondern das wird, die sind dann ein Viertel auseinander. In der Reprise ist es dann so, dass sie übereinander sind, die Betonungen. Wenn man jetzt, ich denke immer an den Hörer. Wie war der Hörer des 19. Jahrhunderts konditioniert? Ich hätte gedacht beim ersten Mal, also wenn ich da säße, oh, da waren sie nicht zusammen. Ne? Da ist jetzt gerade schon mal irgendwas schief gelaufen. Und später dann bei der Reprise sind sie dann zusammen. Ne? Das hätte ich mir nämlich von da vorne bis da hinten hin gerne gemerkt. Und gerade die Eroica ist ein schönes Beispiel, ein frühes Beispiel dafür, dass eben vom Blattspielen nicht mehr funktioniert. Denn das nein. Ich meine, das musste nein. Man tatsächlich plötzlich mal proben. Und aber das hat den Lichnowsky. Er hat ja Proben, es hat ihn, wir haben die Rechnungsbücher, hat ihn über 20.000 Euro gekostet. Lobkowitz, Entschuldigung, Lobkowitz hat das 20.000 Euro gekostet, dieses Stück probieren zu lassen. Ja. Weil es nämlich anders nicht ging. Und eine ähnliche Erfahrung hat vorher schon Mozart, das wissen wir erst seit ein paar Jahren, gemacht mit seiner G-Moll-Symphonie. Die war auch sehr schlecht. Die, wo es heißt, Beethoven, Mozart habe den Saal verlassen, ja. weil er es nicht habe ertragen können. Und das kann ich verstehen. Also wenn Sie heute ein völlig unvorbereitetes Orchester die G-Moll-Symphonie spielen, also, wo die spielen die nicht so in Anführungsstrichen schlecht wie damals, ja, weil natürlich jeder schon mal Mozart... Aber wenn Sie jetzt mal denken, wir nehmen mal ein Werk heutiger Musik mit gleichem Anspruch und sagen, das spielen wir jetzt mal ohne zu proben, da käme genauso ein Durcheinander raus. Wir sind am Ende der Zeit. Meinem Gefühl nach, oder das ist nicht nur ein Gefühl, hat das Qualitätsniveau der Interpretation in dieser Zeit, in den letzten 200 Jahren, eine solche Steigerung erlebt, wie meinem Gefühl nach das Hören von Feinheiten wie den Cis oder ganz anderen Details, die völlig gegenteilige Entwicklung in unserer musikalischen Medienwelt seit 100 Jahren erlebt hat. Wir sind vom großen Ganzen ausgegangen, der Gesellschaft und der Aristokratie, und beim Einzelton gelandet. Unsere Zeit ist am Ende. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch interessant, und ich darf mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern, Herrn Konrad und Herrn Göbel und Herrn Konrad, bedanken. Ja. Vielen Dank. Thank you.